take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Wir kümmern uns heute um die SPC Foot Champions Cup aus dem Monat März. Schließe diese SPC zum Foot Champions Cup Event in Singapur ab. Die ist heute Nacht um 3 Uhr rausgekommen. Ja, und heute Morgen wollen wir uns um diese SPC kümmern. Wir sehen, das Ganze läuft 2 Tage. Es ist wirklich eine simple SPC. Ja, und als Gruppenreward bekommen wir einen richtig geilen Reward, denn ein 55k-Set ist am Start. Ein seltenes Megapack. Richtig, richtig geiler Reward. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man das Ganze günstig und billig abschließen kann. Vorab aber natürlich mein Tipp. Behaltet das Pack erstmal in eurem Shop drin. Ich werde es jetzt fürs Video aufmachen, das 55k-Set. Aber mein Tipp, behaltet das Pack natürlich erstmal im Shop. Denn heute Abend um 19 Uhr, Freitag 19 Uhr, kommt eine neue Promo. Karnival-Promo. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Bestimmt auch wieder ein Squad. Aber hundertprozentig auf jeden Fall ein Squad, hat ihr eh schon angekündigt. Und insofern gerne das Set im Shop behalten. Werde ich auf dem Hauptaccount bei mir auf jeden Fall auch machen. Und natürlich wird es dann heute Abend, falls ihr generell an SPCs interessiert seid, natürlich auch die Puzzle-SPCs jeweils zu der neuen Promo geben. Also wenn ihr generell an SPCs interessiert seid, kann ich euch nur sagen, hier seid ihr genau richtig. Lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren, verpasst ihr wirklich keine weitere SPC. Road to 20k hat begonnen. Wäre nice, wenn wir natürlich die 20k diesen Monat noch knacken könnten. Das wäre echt heftig. Insofern, ja, danke schon mal an euren Support. Und lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ich euch hier helfen konnte, auf dem Laufenden halten konnte, was die SPC angeht. Ja, und wie gesagt, ihr habt 2 Tage Zeit. Ganz entspannt könnt ihr das machen. Und dann gehen wir mal rein in die SPC. Foot Champions Cup. Und dann sehen wir wieder links die Voraussetzungen. Hier haben wir sie. Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4. Wir haben Vereine, mindestens 3. 7 haben wir jetzt hier benutzt. Selten mindestens 4, haben wir natürlich auch nur 4 seltene benutzt. Teamgesamtwertung mindestens eine 78. Also auch kein hohes Rating, was man hier benutzen muss, um das 55k-Set abzuholen. Teamschmied liegt nur bei 85. 100 haben wir hier erreicht, ganz entspannt. Und Anzahl der Spieler im Team sind hier 11. Ja, und mein Tipp natürlich, geht einfach ganz entspannt, ohne große Probleme in eine Liga rein und schaut einfach, dass ihr Spieler mit derselben Nationalität nicht halt die Maximalgrenze von 4 überschreitet. Heißt zum Beispiel in der Liga jetzt zum Beispiel nur 4 Franzosen benutzen, in der Bundesliga dann nur 4 Deutsche benutzen und so weiter und so fort. Schaut einfach, was habt ihr im Verein. Benutzt in erster Linie natürlich eure Spieler, die ihr im Verein habt. Und wie gesagt, ihr könnt auch mehrere Ligen machen. Mit grünen Links und so weiter. Also es muss nicht unbedingt diese eine Möglichkeit hier sein. Aber das hier auf jeden Fall eine Variante, eine Möglichkeit in eine Liga zu gehen. Und falls ihr das 1:1 nachbauen wollt, gehen wir mal kurz durch. Wir haben hier Lecom für 700 Münzen, hatte ich den damals gekauft. Tauschbar, wir haben Tete für 500 Münzen irgendwann mal gekauft. Subotic, 500 Münzen haben wir für ihn bezahlt. Gico, Erstbesitzer tauschbar. Dann haben wir Mondi, Erstbesitzer tauschbar. Traoré ist für 500 Münzen reingekommen in den Verein, Rongier 500 Münzen, dann haben wir Fajr, ist sie 450 Münzen wert gewesen, dann haben wir Choupo-Moting als Erstbesitzer tauschbar, Beric 450 Münzen, genauso wie Godos, ja, und ich sage euch ganz klar, mehr als 6-7k ausgeben für die SPC definitiv nicht, also keine überteuerten Sachen bitte machen und ja, dann ist es eine ganz entspannte Sache, kriegt man auf jeden Fall ganz entspannt hin und ihr seht selber, die Voraussetzungen sind nicht schwierig. Und es ist eigentlich ein Free-Pack. Also, ja, kriegt man umsonst das 55k-Set. Und das ist auf jeden Fall nice. Insofern schicken wir das Ganze jetzt ab. Falls noch Fragen sind, gern damit in die Kommentare. Aber vor allen Dingen natürlich, schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Was habt ihr gezogen? Hattet ihr Pack-Luck? Bin sehr, sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und dann werden wir jetzt in den Shop gehen und das ganze Set aufmachen. Und ich hoffe natürlich, dass wir Pack-Luck haben. Ihr könnt mir dann heute Abend gerne reinschreiben, nachdem die Promo dann rausgekommen ist um 19 Uhr, wenn ihr das Pack geöffnet habt, was ihr drin hattet. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein in den Shop. Und da ist das schöne 55k-Set. Ja, und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Ich würde sagen, wir machen es einfach direkt auf. Und jo, let's go. Komm schon. Komm schon, EA. Gönnt uns. Wir bekommen sogar den Walkout. Let's go. Oh mein Gott. Was wird sein? Kein Inform. Brasilien? Innenverteidiger? Thiago Silva. Thiago Silva! Oh mein Gott! Let's go! 88er Thiago Silva, also. Es hat sich gelohnt, das Pack jetzt schon mal aufzumachen. Ich hätte sowieso, wie gesagt, aufgemacht aufgrund des Videos, aber 88er Thiago Silva, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ja, Leute. Pack-Luck ist am Start, würde ich sagen. Pack-Luck ist am Start. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Nach ewiger Zeit mal endlich wieder ein Walkout gezogen.
Ah, ihr wisst gar nicht, wie happy ich damit bin. Ohne Witz. Also zerstört den Like-Button, Leute. Wenn es das nicht verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann auch noch ein Inform. Alter Falter. Ja, und das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Thiago Silva. Auf jeden Fall gut was wert. Wir kriegen die 55k bestimmt hier wieder raus. Als wenn Valencia noch so teuer ist. 5k für ein Valencia? Fast 5k für ein Valencia. Ben Yedder als 82er auch so teuer? Nee. Wir kriegen Verträge, Fitnesskarten, Teamfitnesskarten natürlich am Start. Position Change Karten, MSZOM. 5k wert. Leute, Packlack ist am Start, Leute. Es ist so genial. Es ist so genial. Ich wünsche, ihr habt auch so viel Packlack. Sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Das stoßen wir alles gerne ab. Ein Glick noch. Das ist nice. Den werden wir kurz mal hier austauschen. Ich glaube, den einen hatte ich gekauft. Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist einfach Packlack wieder am Start. Ich bin mega happy. Besser jetzt gar nicht kommen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, kommen wir zum Ende des Videos. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Alter Leute, richtig geil. 88er Thiago Silva und ein Inform. Und dann noch ein Valencia. Und der 5k Position Change. Besser geht's nicht, Leute. Also insofern, ich hoffe, ihr habt auch Packlack. Ich konnte euch helfen. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr morgen oder heute besser gesagt, was sage ich morgen? Heute Abend natürlich wieder mit am Start sein wollt. Und in dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.